CSU-Fraktion. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute wollen wir aus der Aufklärungsarbeit im NSA-Untersuchungsausschuss und auch im Parlamentarischen Kontrollgremium unsere Konsequenzen ziehen und die weitreichendste Reform des BND-Gesetzes seit Jahrzehnten beschließen. Mit den heute verabschiedeten Gesetzen stärken wir die parlamentarische Kontrolle, wir verbessern die Regierungsaufsicht und wir sorgen für mehr Rechtssicherheit für den BND. Denn Rechtssicherheit und Kontrolle schaffen auch Vertrauen. Und nachdem ich vorhin mal wieder vernommen habe, dass man von einem desaströsen Ansehen des BND gesprochen hat, möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich heute ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Nachrichtendienste und auch des BND für ihre Arbeit und möchte es nicht zulassen, dass sie unter einen permanenten Generalverdacht gestellt werden. Die parlamentarische Kontrolle unserer drei Nachrichtendienste haben wir bereits mit der vorhin beschlossenen Reform des PKGR-Gesetzes massiv gestärkt. Die nun vorliegende Reform des BND-Gesetzes stellt die Überwachung von Ausländern im Ausland von Deutschland aus auf eine völlig neue Rechtsgrundlage, denn der BND agierte hier bisher in einer rechtlichen Grauzone. Wir haben das immer wieder gehört, als wir im NSA-Untersuchungsausschuss sowohl Rechtsexperten angehört haben, aber auch verantwortliche Mitarbeiter in den Behörden, auch verantwortliche Juristen dort. Und es ist daher auch Aufgabe der Politik, wenn wir feststellen, dass Rechtsunsicherheit besteht, diese Rechtssicherheit zu schaffen. Das tun wir mit diesem Gesetz, und wir sind das einzige Land, das sich aus diesen Konsequenzen, aus den Skandalen, die sich auch durch die Enthüllungen von Edward Snowden ergeben haben, konsequente Konsequenzen ziehen. Und auch das will ich an dieser Stelle sagen. Kein anderes Land hat bisher diesen Rechtsbereich geregelt und sich an solche Regelungen herangetraut. Die Ausland-Ausland-Aufklärung ist für den BND auch unverzichtbar, um Terrorismus, organisierte Kriminalität und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen effektiv bekämpfen zu können. Und auch die Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten ist unerlässlich. Und auch hier werden wir heute Regelungen verabschieden. Und wir erleben das gerade in diesen Tagen, in den letzten Wochen und Monaten, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten ist und dass leistungsfähige Nachrichtendienste in Deutschland und in Europa unverzichtbar sind. Wer Sicherheit anders gewährleisten will, der muss sagen, wie das in der Praxis zuverlässig funktionieren soll. Aus unserer Sicht kann man Freiheit und Sicherheit auch nur mit leistungsfähigen Nachrichtendiensten gewährleisten. Diese Reform legitimiert auch keine möglichen Rechtsverstöße in der Vergangenheit, sondern sie schafft für die Zukunft klare Regelungen. Das stärkt das Vertrauen in die Arbeit des BND, und es gibt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechtssicherheit. Der Gesetzgeber ist gehalten, so zu formulieren, dass wir den wehrhaften Rechtsstaat sichern und hier auch ein ausgewogenes Verhältnis balancieren. Wir schaffen ein neues, unabhängiges Gremium, das künftig die Anordnungen kontrolliert. Wir schaffen ein neues, schlankes Anordnungsverfahren, das für klare Verantwortlichkeiten zwischen dem Kanzleramt und dem BND sorgt und auch die Regierungsaufsicht verbessert. Wir formulieren die Kooperation mit fremden Diensten erstmals aus und stellen sie auf eine Rechtsgrundlage. Wir regeln die in diesem Zusammenhang bestehende automatisierte Datenübermittlung, die gemeinsame Datenerhebung. Wir ziehen neue Grenzen ein für den Einsatz von Suchbegriffen, auch im Rahmen der europäischen Kooperation. Wir legen erstmals Speicherfristen fest, sowohl für die Anordnung als auch für die Begriffe als solche, als auch für die Daten, die erhoben werden. Und das alles, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist wichtig, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft klare Handlungsanweisungen zu geben, wie wir als Gesetzgeber uns das vorstellen. Und ja, Herr Kollege Notz, Artikel 10 des Grundgesetzes, das Fernmeldegeheimnis, wollen wir nicht im BND-Gesetz verankern. Dazu mag man unterschiedlicher Rechtsauffassung sein, aber für uns gilt der Geltungsbereich unseres Grundgesetzes nicht universell, sondern er gilt auf Deutschland bezogen, auf unser Staatsgebiet, auf die Deutschen und die Staatsgewalt. Und mit Artikel oder Paragraph 6 dieses neuen Gesetzes wird eine ganz klare Zuständigkeit für
das Verbot der Überwachung Deutscher aufgenommen. Es wird eine klare Regelung im Verhältnis zu den europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgenommen und eine deutliche Abgrenzung dieses Gesetzes zum G10-Gesetz vorgenommen. Und das ist der richtige Weg. Man kann der Auffassung sein, dass man es anders haben will, aber dass wir das regeln, ist der richtige Weg. Und ich sehe hier, weil wir es auch gut begründen, keine Verfassungsmäßigkeit. Und selbst wenn mir 10 Juristen sagen, sie halten es für verfassungswidrig, glaube ich, werden wir auch andere finden, die sagen, genau das ist verfassungsgemäß, weil es nicht willkürlich erfolgt, sondern gut begründet ist. Und wenn ich an die letzten 3 Jahre hier zurückdenke, wie oft haben Sie schon verfassungswidrig geschrien? Bis jetzt ist keine einzige Ihrer Klagen, die im Zuge des NSA-Skandals erhoben worden ist, durchgegangen. Sie sind alle abgewiesen worden. Und ich sehe auch heute diesem Vorwurf der Verfassungswidrigkeit ganz gelassen entgegen. Ich bitte Sie heute, beiden Gesetzen, dem einen haben wir schon zugestimmt, auch dem BND-Gesetz zuzustimmen. Ich glaube, es ist eine gute Reform, es ist eine wichtige Reform. Und deshalb danke ich mich auch für Ihre Aufmerksamkeit.